er ist mit bei meiner Belagerung dabei. Geht einfach da hoch und sagt so, ja, du darfst nicht rein. Ja, wieso? Die gehört mir. Sein Zeichen ist aber nicht da. What? Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, ich weiß nicht mal, was wir letzte Folge getan haben. Ist zu lange her. Aber ich glaube, wir wollten die Betania, die Harris hier, na, die Flandias, wollten wir hier jetzt noch aus unserem Reich vertreiben. Ich glaube, das hatten wir als Plan. Denn dann sind wir hier unten komplett abgesichert. So, denke ich, war unser Plan jetzt. Und ja, zu Beginn des Videos muss ich euch was fragen. Und zwar, habt ihr Bock auf eine Facecam? Ja, nein, vielleicht bitte mal in die Kommentare schreiben. Ist wirklich jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Das würde etwas so aussehen. Moment, so circa, na, jetzt nicht genau so wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird sich noch ein bisschen was ändern. Na, aber so ähnlich würde es dann sein. Sowas in der Art, na, hallo, ja, ich bin hier oben. So ähnlich. Ich muss überlegen, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich hier oben rechts auch passend bin. Vielleicht marschiere ich links, ist ja bei euch da üben. Vielleicht marschiere ich darüber. Das müssen wir nochmal genau schauen. Na? Das müsst ihr aber jetzt in die Kommentare schreiben. Na? Da spreche ich euch persönlich an. Ob ihr es wollt oder nicht. Bei DayZ habe ich die zum ersten Mal aktiviert. Wenn ihr DayZ sehen wollt, guckt. Na, wird ja vorgeschlagen. Ich stelle mich super an in DayZ, nur als Info. Ach ja, ich alter Rentner. Ja, müsst ihr einfach mal schreiben. Ich würde es aber für diese Folge hier nochmal weglassen und vielleicht für die folgende danach auch noch für die 3-4 Stück, weil ich nehme jetzt hier 2-3 Videos noch auf. Und ja, wollte nur mal so generell mal fragen. Schreibt es mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, na, ob ihr mein Gesicht überhaupt ertragt. Also dann, ich bin da mal wieder weg, na? Es ist eh so richtig merkwürdig. Also, das ist so richtig merkwürdig. Und jetzt kann ich die belagern. Ist es das merkwürdig, ey? Also, ganz ehrlich, das ist richtig, richtig cringy. Okay, mit dem Einnehmen war ich gerade selber ein bisschen zu doof, aber so jetzt allgemein, das ist doch richtig, na? Cringe bis zum geht nicht mehr. Wir gehen jetzt mal ganz klassisch mit Belagerungssachen ran. Ans Werk, würde ich sagen. Und ja, sorry. Also, hä? Hä? Cringe. Also, was macht ihr mir da oben? Plötzlich, ihr müsst euch mal vorstellen, na? Er ist mit bei meiner Belagerung dabei. Geht einfach da hoch und sagt so, ja, du darfst nicht rein. Ja, wieso? Die gehört mir. Sein Zeichen ist aber nicht da. What? Na? Hä? Diese mysteriösen Sachen, die finde ich geil am Mountain Blade. Oh, hauaha, sage ich da nur. Oh mein Gott, ey. Also, ja. Okay, und danach war ich einfach zu doof, ganz ehrlich. Richtig merkwürdig, richtig, richtig merkwürdig. Was denn da los? Warum hat die so Flecken? Egal. Wir gehen auf jeden Fall hier mal in den Krieg, Leute. Vorwärts, Männers! Ja, erstmal schön ins Loch reingefahren. Ah ja. Vor allem, das sind auch, ist es eine Stufe 2 Mauer? Sieht fast so aus eigentlich, oder ist es Stufe 1? Irgendwie so um den Dreh muss es sein. Ich habe da jetzt leider nicht hingeguckt, ne? Aber die kann nicht so krass sein, die Mauer. Das ist, ich glaube sogar, das ist Stufe 1.
Merkwürdig. Ja, das ist natürlich Stufe 1. Weil ab Stufe 2 sind die ja richtig hoch. Und das ist ja nicht richtig hoch hier. Ach, egal. Schade nur, dass wir die Belagerungstürme haben. Das finde ich auch ein bisschen schade. Man hätte die auch vielleicht ein bisschen lang ziehen können und dass die alle gemütlich hochlaufen können. Es wäre schöner, als hochzuklettern, weil das funktioniert ja auf Deutsch gesagt gar nicht gescheit. Ne? Jetzt muss ich hoffen, dass die da einigermaßen schön hochkullern. Es wäre auch schön, wenn sich gleich da oben welche befänden würden. So 10 Stück oder so. Ne? Das wäre toll. Oh, okay, das klappt nicht, wenn ich hier hoch will. Okay, während des Fahrens geht's nicht. Aber ich kann mich fahren lassen. Haha, ich bin euer König. Das klang schmerzhaft, Udo. Lass dir das hier mal operieren oder so, nicht? So ein Pfeil in der Brust tut ganz schön weh. Okay. Und nach oben. Und das Doofe ist, sobald einer von den Mongos da hochkommt, ne, hauen die direkt da oben das Tor durch. Also die sammeln sich ja nicht mehr hier oben. Das ist auch so eine Schlimmhaftigkeit. Vielleicht blocke ich hier jetzt... Oh, die kommen mal voll hier durch. Nein, nein, Udo. Ja, jetzt kommen hier alle. Danke, Udo. Leute, kommt alle her. Ich block hier mal ein bisschen. Oh mein Gott. Ich werde hier durchgeschüttelt. Wir hauen einfach mal drauf. Ich glaube, es ist das Beste. Vorwärts! Auf die Fresse! Oi. Oh Gott, wir sind ja auch noch fast tot. Das habe ich ganz vergessen. Wir dürfen nicht runterfallen. Oi. Leute! Wieder nach oben, Männer! Oh, den habe ich gerettet. Vorwärts, Leute. Das sieht sehr gesund aus. Vorwärts! Ja, aber wenigstens ging die mal einigermaßen hoch. Da bin ich eigentlich nicht so lange happy. Ich drück die mal noch ein bisschen nach oben. Dass sie hier nicht zurückweichen. Ich glaube, wir haben den ersten Ansturm hier überlebt. Weiter, Männer! Vorwärts! Vorwärts! Durch! Ich muss aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier noch dumm getroffen werde. Und schön von hinten rein. Und los. Ah, jetzt. Ah, komm her. Schön. Vorwärts, Männer. Und das ist es eben. Jetzt kommt nicht so ein kontinuierlicher Strom rauf, ne? Eine wird maximal benutzt, wenn sich die überhaupt einig sind. Leute, streitet euch halt nicht. Fürchterlich. Manchmal echt fürchterlich, wo man sich denkt, ja, na, muss das jetzt sein? Harry! Huch, daneben gehauen. Oh, da hat er mich gehauen, da hat er mich gegeben. Weg mit dir, Udo. Da ist noch einer. Komm her, kleiner Fratz, komm her. Komm her! So, weg mit dir. An die Tore, Männer! Da vorne sind die durchgekommen auch. Gut, wenn man nichts macht, gehen die durch, ne? Aber wenn man dann sobald mal einen Befehl ergibt, dann drehen die komplett hohl hier manchmal. Fürchterlich. Vorwärts! Jagt sie, Männer! Okay, der ist weg. Torhaus haben wir eingenommen. Mann, ich hätte auch gern mal eine Belagerung erlebt, ganz ehrlich. Das wäre vielleicht auch eine geile Sache gewesen. Ein schöner Sieg. Gut gemacht, Manas. Schön. Klar, die Flüsse sind ein bisschen höher, ne? Aber es steht zu keiner Relation, ne? Okay, Plünderer brauche ich natürlich, so sehe ich aus. Legionäre, die kann ich nicht gebrauchen. Ja, fertig. Ich hätte hier ein paar fördern können, aber egal. Fortsetzen. Burg verwalten. Okay, zwei Mauern waren es. Geld. Hauen wir hier wieder 50.000 rein.
Wir machen mal das als 1. Dann die Mauern. Übungsfeld, Steuerantreiber. Chuck, 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 Chuck. Das da und Chuck. Fertig. Verlassen. Und wir tuckern weiter. Aber ich gucke erstmal Gruppe. 1, 2. Da haben wir aber nicht viel in der Beförderung bekommen. Naja, ein paar wenigstens. Ein paar. Was jetzt auch noch schön wäre, das fällt mich gerade jetzt so auf. Es wäre geil, wenn sich die Truppen hier nochmal aufsplitten würden. Weil jetzt hier, ihr seht, die sind eigentlich schon ein bisschen durcheinander. Hier, na halt, wirklich komplett durcheinander. Es wäre schön, wenn die geordnet wären, jetzt nicht nach Alphabet, sondern wenigstens nach Klassen. Also sprich, alle Bogenschützen, eine Klasse, also kommt genau so ein Tab hier raus, heißt Bogenschützen und das sind dann 100 Stück beispielsweise. Dann kommt der nächste Tab, Infanteristen, dann nächster Tab, Kavallerie, na, und die sind dann vielleicht auch nochmal aufgeteilt unter Kavallerie mit Bogenschützen und normale Kavallerie halt, na. Und die Bogenschützen halt aufgeteilt zwischen Armbrustschützen und normalen Bogenschützen. Sowas wäre vielleicht noch eine tolle Sache, weil das hier ist halt echt dermaßen unübersichtlich. Ihr seht es ja selber, ne? Finde ich jetzt persönlich nicht so ganz so ansprechend. Hier, ach ja, und das ist auch so eine Sache. Ich drücke hier drauf und dann flupp, floppt es so hoch. Da denke ich mir da auch immer, ja, danke sehr. Wir rekrutieren mal da ein paar Leute mit rein. Dich nehme ich hier auch mit. Und dann ist, ja, mich regt das ja immer noch auf. Hätte das niemals tun sollen. Es gibt auch, glaube ich, noch keinen Mod, wo man das hier nochmal ändern kann. Ah, muss ich noch mal gucken. Das muss ich echt mal gucken. Ob sowas in der Art gibt. Ja! Das ist halt. So. Jetzt sind wir ein bisschen zu viel. Theoretisch. Ah, jetzt mal kurz fertig. Ja. Dann, nein, nicht reiten. Kann ich da nicht Rechtsmausklick drauf machen? Schade. Warum kann ich da keinen Rechtsmausklick drauf machen? Nee, Armee auflösen will ich nicht. Fertig. Doch, sprich mit Anführer. Jetzt hier hat er plötzlich keinen Kettenschutz. Fragt mich was Leichteres. Fragt mich. Eine Eiskarte alle geklaut. Eiskalt alle geklaut. Aber Junge, du kriegst von mir natürlich das Beste vom Besten. Wo haben wir denn unseren Müll? Okay, dann kriegst du meinetwegen hier die und die 8 kriegst du auch nochmal. Ist immer noch ein paar zu viel. Wie kriegst du denn noch? Die Sperrmiliz kriegst du. Seit Speerwerfer lasse ich mal. Das hier, die mag ich eh nicht. Kusch. Gut, seit Bogenschütze kommt auch weg. Söldnerwache brauche ich auch nicht. Reicht's jetzt langsam? Nee, noch lange nicht. Von was habe ich denn viel, was ich nicht... Die Plünderer will ich auch eigentlich nicht. Wie viele darfst du machen? Darf dir noch ein paar geben? Nee, das ist jetzt genau fertig. Ja, mein Limit überschreitet sich noch. Tschüssikowski! Okay, wir reden mal mit der Nächsten hier. Sprich mit Anführerin. Hi, ich bin der Chef, na? Position im Clan? Nein, inspizieren. Ahem.
Was? Habt ihr was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich bin ein richtiger Muluk, Alter. So, dann hau ich da mal ein paar raus. Ich bin echt ein richtiger Gönner. Ein richtiger Ehrenmann. Was hau ich denn noch mit raus? Veteraneninfanterie hau ich mal raus. Speerträger hau ich mal raus. Die hau ich mal raus. Die sind eigentlich recht lustig. Die behalte ich mal. Die hau ich mal raus. Okay, wie viele hast du? Kriegst noch ein paar rein. Aber, ja. Was hauen wir denn noch rüber? Einfach mal üben. Der Wert ist so geil. Ich glaube schon von meiner Nachricht einfach alles. Ah ja. Ja, euch auch mal komplett rüber. Ah, fehlt noch ein bisschen. Söldner Kavallerie, hau ich auch mal weg. Sind nicht so geil. Habe ich irgendwo noch Banditen, oder? Sturgische Reiter, behalte ich mal. Dich hau ich mal weg. Dich hau ich mal weg. Und dich hau ich mal weg. Und die zwei hau ich mal weg. Ja, ein bisschen ist noch überschritten, aber... Wir gehen jetzt eh zur nächsten Burg und dann wird es eh nochmal dezimiert. Beziehungsweise könnte ich mit ihm nochmal reden. Ach ja. Gut, dann erobern wir hier die nächste Burg. Ja, haha, wen wird's gehören? Mir, danke sehr, tschüss. wie viele sind hier? 177. Okay, da hätten wir auch alleine reingehen können. Aber ist egal. Dann werden wir nicht so krass abgedingst hier. Ich denke mal, das wird schon jetzt hier schnell gehen. 177 ist ja gar nichts hier. Dann mache ich schnell mal Frieden wieder mit den Affen hier. Und dann haben wir hier alles eingenommen. Ich glaube sogar, das ist eine ganz kleine Burg hier. Ja, das müssten Stufe 1 Mauern sein. Das steht hier auch normalerweise. Mauerstufe 1. Also wenn ich jetzt nicht mit denen normal hier reinkomme, dann it aber hier, na? Alles los. Chuck, 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 chuck. Hopp. Gut. Wisst ihr, was wir heute noch nicht gemacht haben? Wir haben heute noch nicht gespeichert. Dann speichern wir hier mal. Auf 25, meine Damen und Herren. Gut, hatte ich einen Moment Angst, dass das Spiel abgestürzt ist. Weiß man ja nie. Kann alles immer passieren. Ja, Mauernstufe 1. Geil. Vorwärts, Männer. Ich bin immer noch halb tot, aber... Das ist nicht euer Ernst. Ach man, ich glaube, das ist neu reingekommen, ein Update. Ganz ehrlich, das muss ja neu reingekommen sein. Weil, dass jetzt immer große genommen werden, das ist ja richtig ekelhaft. Vor allem, ihr müsst euch jetzt wirklich mal, ich reite mal hin, wie hoch diese Mauern da sind. Das ist so eine... Hier kann ich fast von selber hochklettern. Also, muss ich das jetzt verstehen oder nicht? Wisst ihr da was? Das muss ja anscheinend da ein Update gekommen sein. Und ich verstehe das nicht. Die Entwickler müssen es doch selber sehen, dass die Dinger hier fast gar nicht zu gebrauchen sind. Also es geht auch irgendwie nah, aber das hat hier nichts mit einer Effizienz zu tun, ne? Die gehen vielleicht mit 25% Effizienz und die anderen sind wenigstens mit 50-75% gegangen. Na? Ach, egal. Was heißt mit 75%? Die sind da mit 100% gegangen. Ich versteh's nicht. Ist aber ein schöner Anblick, wenn hier alles so hingeht, aber ich versteh's trotzdem nicht. Ganz ehrlich, weil... Aua! Ich find's halt trotzdem dumm. Ganz ehrlich, ich finde es dumm. Wenn das hier so, ne? Ihr habt das ja oft genug gesehen, wie gut die Dinger hier funktionieren.
Ist halt einfach, ist blöd, ganz ehrlich. Weil er rennt direkt hin, macht auf. Und dann kommen alle hier hochgerannt. Wie jetzt. Und dann, ja, ne? Denkt man sich so. Läuft bei mir, ne? Wir gehen mal lieber seitlich runter. Darf ich hier noch. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr runter. Verdammte Axt. Leute, fangt ihr meinen Sturz ab? Hallo? Jetzt stecken wir fest. Wir stecken fest. Lasst mich doch hier raus, ey. Ich will ja nicht sein. Na komm, Udo. Ja, danke Obama, sage ich da nur. Und ich find's auch ein bisschen schade, dass man nicht, da unten steht Next Charakter, ne? Und links steht Previous Charakter, ne? Ich finde es ein bisschen schade, weil man hat ja Generäle dabei, ne? Dass man, wenn die noch leben, mit denen spielen kann. Das wäre eine schöne Sache. Ihr seht hier, die gehen da nicht mal hoch, die gehen direkt durch die Tür. Schön, dass die KI wenigstens so klug sind und erkennen, da kommt man nicht so gut hoch. Ist traurig, dass wir öfters vom Runterfallen sterben, als was anderes. Aber egal. Naja. Passiert. Aber meine Männer schaffen das trotzdem gut hier. Aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen hier, ne? Ne, verarsche du! Na, wo ist denn der Letzte? Ja, die wissen nicht, wohin sie sollen. Jetzt hier. Gut gemacht, Männer. Kratzt mich halt einfach mal vom Boden auf. Das wäre nett. Danke sehr. Einer von uns ist geflohen. Warum ist der geflohen? Muss man nicht rein. Muss man nicht rallen. Egal. Ja, ich finde manches sein, das ist halt wirklich. Also nur komisch. Also ganz ehrlich, komisch. Es würde mir reichen, wenn ich mit ihr hier spielen könnte. Oder mit Ira, ne? Ich muss ja nicht unbedingt mit den Generälen, weil die gehören ja nicht aktiv zu meiner Gruppe dazu. Aber wenn ich wenigstens mit denen aus meiner Gruppe spielen könnte, ne? Das wäre toll. Na, weil. Ich weiß nicht, ne? Ist ja blöd dann halt. Na? Aber egal. Die nehme ich hier wieder mit. Das bleibt da. Okay, die hätte ich vielleicht noch mitnehmen können, aber egal. So, fertig. Fortsetzen. Auflösen, ja. Burg verwalten. Ich verstehe es nicht, also ganz ehrlich. Warum da jetzt auch die großen Dinger da genommen werden, das verstehe ich nicht. 50.000. Ja gut, Kornspeicher lasse ich mal. Was ist denn hier? Nee. Dann Mauer ist wichtig. Ach, das muss ich eh alles machen. Werd hier eh wahrscheinlich nie wieder zurückkommen, weil es halt so unbedeutend hier der Ort ist. Blöd jetzt gesagt. So war da jetzt schon bedeutend, dass wir den eingenommen haben, denn wir haben jetzt hier unten alles unter unserer Kontrolle. Jetzt ist hier oben noch eine Burg hier. Und ach, da habe ich auch wieder was Doofes gemacht. Ich habe gerade die Armee aufgelöst. Ich will die in meiner Nähe haben jetzt mal. Und ich würde sagen, das war's dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge Mount & Blade. Wir erobern jetzt da oben noch die Burg hier. In der nächsten Folge. Dann das Versteck machen wir da auf jeden Fall noch weg. Hier oben sind ein paar Verstecke. Britannia lassen wir erstmal. Vielleicht machen wir kurz mal Krieg. Oder vielleicht erklären die uns wieder zwischendurch mal den Krieg. Das kann auch sein. Aber dann geht's mal in den wilden Norden. Darauf bin ich mal richtig gespannt, weil in nördlicher Umgebung waren wir noch gar nicht, aber das ist halt schon. Das ist ein Imperium. Aber ich muss auch sagen, klar, ich spiele auf Mittel, glaube ich. Auf Mittel? Oder? Auf was spiele ich denn? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob es jetzt unbedingt auf ganz schwer schwieriger ist. Wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat, aber naja. Ich hoffe. Es hat euch trotzdem soweit Spaß gemacht und ja, bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.